gesehen. Jetzt kommen wir zu Singles Pools. Und zwar gehen wir in Pool Nummer 3 diesmal. Und zwar Mega Man gegen Safari-Wisserin. Es geht auch gleich los. Ja, ich denke mal, das ist Pool Seed 3 gegen 4. Nummer 2 ist aber nicht da, das wäre Squallen gewesen. Grundsätzlich haben wir das so geseedet, dass es alles ziemlich eng war. Also Safari oder Squallen und auch Mega Man haben auf jeden Fall die Chance, um weiterzukommen. Jetzt Squallen halt natürlich nicht. Aber ja, wir gehen auch direkt rein. Wir sehen Safari und Inkling, Roy und Dark Pit. Jetzt auf jeden Fall schon mal ein guter Start hier gerade für Safari, die sich gut warm gespielt hat in Doubles, eben gerade Game 6 Grand Finals. Auf jeden Fall auch sehr gut gespielt. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt in Singles aussieht. Ist ja doch nochmal was anderes, aber es war clean. Ich mache vielleicht nochmal einen Tweet. Das hier jetzt, oh, okay, schon gegimmt und 18% erst auf dem ersten Stock drauf. Das sieht nicht gut aus im Moment, aber mal schauen, wie lange dieses Game geht. Ja, das sieht so aus, als ob Safari wirklich sehr gut drin ist. Also die Kombos sitzen sehr gut. Wow, gut extended mit der Downair. Will hier direkt für den Gimp gehen. Aber ja, wir sind jetzt an der Edge. Das ist auf jeden Fall Roy-Territorium. Der Jab ist auf jeden Fall sehr gut. An der Edge. Aber schon ist er wieder offstage und kann dem Kill entkommen. Ist aber wieder offstage und sehr aggressiv alles gespielt von Safari. Gut, auf jeden Fall die Abi eben gerade eingesetzt. Hätte er sie auch nur einen Moment später eingesetzt, wäre es das gewesen. Wieder an der Edge, oh oh. Wir wissen auch, dass Safari sehr clean an der Edge spielen kann. Deswegen will man da nicht sein. Will man nicht sein da. Okay, jetzt gerade mal. Ja, die Advantage Stages von Inkling sind immer sehr kurz. Er kriegt immer nur so Single Hits oder vielleicht auch zwei rein. Obwohl Roy halt auch ein guter Combo-Charakter ist, aber Safari setzt die Downbeat von Pit ziemlich gut ein. Diese Schutzschilde. Deswegen scheint es für Inkling oder Mega Man in dem Fall nicht leicht, da irgendwie durchzukommen und eine Combo zu starten. Und halt auch schon auf dem letzten Stock. Das Ganze ist Best of 5 tatsächlich. Oh. Okay, jetzt gerade mal ein bisschen mehr Offensive von Inkling. Wow, das war ein Sour Spot hier gerade. Okay, mal gucken, ob Mega Man hier noch einen Stock ziehen kann. Oder ob das hier ein cleaner Sweep von Safari sein wird. Und bekommt sie den Punish? Ja, ein Down Smash. Und das war ein Three-Stock. Stark. Sehr stark. Wir sehen hier Van Fuego Elo. Scouty, ich habe ihn schon gefragt. Ich habe ihn gefragt, ob er on Stream spielen will. Will er nicht. Er will erstmal ein paar Sets gewinnen und dann würde er on-stream spielen. Also er ist der Meinung, dass er, naja, on-stream vielleicht nicht ganz so gut spielt, dass mit den Nerven ein bisschen schwierig ist. Deswegen will er jetzt gerade nicht. Oh, ich sehe schon. Du darfst ihn nicht fragen, er braucht den Druck. Ja, Chat will Fuego sehen. Ich sehe schon. Okay, ich werde es ihm ausrichten, sobald ich hier wegkomme. Was vielleicht ein bisschen länger dauern kann, weil hier bei NIZ spielen die Leute ziemlich lang. Also es ist nicht so, dass du einmal rausfliegst oder halt zwei Loses hast und dann weg bist, sondern hier gibt es Pools. Und selbst wenn du in die Top 8 nicht kommst, gibt es halt Silber Bracket, wo du auch nochmal zweimal mindestens ein Best of 5 spielen kannst. Und deswegen dauert das ein bisschen, was mega geil ist. Ja, safe. Auf jeden Fall. Also im Moment bin ich mit dem Format auch total zufrieden. Pools into, das ist auch Best of 5 Pools. Ne? Wir sind so um die 6 Leute in den Pools. Und Best of 5 into Best of 5 Top 8 und Silber Bracket. Das macht Spaß auf jeden Fall. Und jetzt wo wir auch Doubles am Anfang spielen, es geht weiter, Game Nummer 2. Ist es halt auch so, dass wir mit der Zeit besser vorankommen. Auch wenn das eben gerade mit dem Grand Finals, Skeddy und Cruel
haben gewonnen. Cruel. Ja, hat das doch ein bisschen länger gedauert als gedacht, aber jetzt ist es durch und jetzt kann gegrindet werden in Singles-Action und das sieht schon mal sehr viel besser aus hier für Inkling, der hier direkt eine schöne Combo macht. Allerdings jetzt hier wieder mit Safari und gegen Pit-Kombos musst du auf jeden Fall wissen, was du machst. Das ist ein Charakter, der nicht allzu oft gespielt wird und relativ, naja, eigentlich honest, aber schon auch unconventional ist irgendwie. Du musst ein paar Attacken, musst du wissen, wie die funktionieren und wie so der Endlag ist, um zu verstehen, wie der so funktioniert, weil da ist auf jeden Fall einiges crazy, was Safari sehr gut nutzt auch. Okay, Edge Situation, mal gucken. Oh, versuch's mit dem Down Smash. Oh, okay. Sehr clean. Ja, einfach als TO Doubles gewinnen. Das ist mir auch so noch nicht passiert, glaube ich. Also so in den Side-Events. Ich nehme ja immer nur an Doubles teil und nicht an Singles. Das war die falsche Up-B. Es geht ja die seitliche und die nach oben gerichtete. Das war, glaube ich, die seitliche. Hat jedenfalls nicht mehr gereicht. Aber das sieht deutlich besser aus. Ich denke mal, das wird kein 3-Stock, solange er hier irgendwie den Kill findet. Aber Safari mit sehr viel Damage. Also gerade wirklich richtig gut eingespielt. Hat am Anfang noch über kalte Hände geklagt wegen dem Zug. Zughände. Aber jetzt sieht man, die Hände sind warm und die Kombos sitzen auf jeden Fall auch. Und die Reads. Also Safari-Reads sind schon irgendwie crazy. Sehr schön, der F-Tilt reicht. Und es ist wieder, ja, 2 Stocks Lead für Safari. Das wird nicht leicht für Inkling, aber kann er mal den Kill holen? Jetzt gerade noch nicht. Oh, und die Sour Spots von Roy. Oh. Papierschwert. Plastikaufblasbares Schwert. Die killen halt einfach nicht. Das muss schon irgendwie ein Sweet Spot sein. Also ich erwarte irgendwie... Okay, ein F-Tilt. Ich hätte irgendwie ein Side-B erwartet. Die kann ja wirklich super strong sein, aber... Ja. Mal schauen, ob Inkling jetzt vielleicht nochmal irgendwie High-Damage-Kombos bekommt. Ganz am Anfang sind die Papierschwert-Attacken nicht so schlimm, weil sie... Wenn man dann immer noch irgendwie mit einem Jab oder sowas was findet, um die Kombo irgendwie fortzusetzen... So, ich werde jetzt hier einmal schnell einen Tweet veröffentlichen. Und noch einmal Twitch.tv/KielGamingPort, wo wir schon dabei sind. Lasst mal ein Follow da. Schön aufgeladener Schuss hier gerade von Safari und das ist das 2-0. Keine Sorge, es ist Best of 5. Und ich bin mal gespannt, ob Inkling hier oder Mega Man Adaption zeigt. Jetzt im Moment war das auf jeden Fall ziemlich rough für ihn. Also es sah dieses Game schon besser aus, aber je länger das Game fortlief, ja, desto schlechter sah es dann im Endeffekt aus und ist halt, der Kill ist halt irgendwie das, was eigentlich Roy sehr gut kann auch, aber wo es halt, naja, wo der Weizen von der Spreu getrennt wird. Also, das ist halt wichtig, dass hier irgendwie der Kill kommt. Kiel Gaming Port. Und es geht weiter. Nur kurz den Tweet fertig machen. So. Gut, dann kann ich wieder ein bisschen Attention Pain. Also, even im Moment. Versucht es hier mit dem F-Smash. Wäre das ein Sweet Spot gewesen? Vielleicht hätte das gekillt. Das sieht schon mal deutlich besser aus. Oh, okay. Schöner Neutral Air Dodge.
Oh ja, durch die Armor kommt man mit dem Jab nicht durch. Ist ein interessanter Move, die Side B. Aber alleine, weil sie reflektiert. Oh, und das killt. Das hätte auch so gekillt. Kein Jump mehr übrig. Deswegen jetzt gerade wieder Safari in der Lead. Oh, das sieht nicht gut aus. Ist der Sprung noch da? Nein, ist er nicht. Oder doch? War er. Echt lange rausgezögert, aber sehr gut gewartet. Und jetzt schon wieder viel Damage gefressen, aber immerhin den Stock behalten. Die Up-B killt noch nicht. Ja, Roy muss jetzt irgendwie nah rankommen und irgendwie den Kill kriegen. Und der F-Tilt, ja, Running F-Tilt passt und zieht hier den Stock. Ja, das Neutral wird halt echt sehr gut von Safari gespielt. Schafft es hier immer wieder irgendwie durchzukommen. Und, ja, das, den Advantage Stage zu pushen, der auch wirklich immer lange anhält. An der Edge auch sehr, sehr raffiniert. Und auch selbst patient, wenn, wenn sie selbst an der Edge ist. F-Tilt reicht. Das ist wieder ein Stock-Lead. Das wird jetzt wieder schwierig für Inkling. Aber vielleicht kann er ja noch einen Stock ziehen. Vielleicht sogar zwei und ein Game. Ist alles möglich. Aber da muss auf jeden Fall jetzt ein bisschen Roy-Shenanigans ins Spiel kommen. Irgendwas, was früh killt. Vor allem die Side-B halt. Viel Damage machen. Wie macht man das? Weil es scheint, als ob Safari ihn irgendwie schon sehr durchschaut hat. Oh. Immer gute Anfänge, aber irgendwo zwischendurch hört es dann einfach auf. Die Kombo wird nicht komplett vollendet. Vor allem nicht mit einem Strong Hit, sondern es sind immer diese kleinen Hits, die treffen. Oh, das war ein merkwürdiger Down Smash, aber... Naja, sie kann es sich gerade sehr leisten. Wie gesagt, patient an der Edge. Gut, also wir haben jetzt einiges an Rage hier gerade bei beiden. Oh, und der Dash. Dash Attack. Okay, also Last Stock Situation dieses Game. Also es gab eine Steigerung über die drei Games, aber kann er auch ein Game ziehen? Und wenn er das Game ziehen kann, dann ist es auf jeden Fall auch möglich, dass er ein Set ziehen kann. Aber normalerweise ist es so, dass Safari über das Set diejenige ist, die adapted und besser wird. Mal schauen. Er macht das hier auf jeden Fall ganz gut gerade. Jetzt aber eine schwierige Situation. Ah, kommt noch rauf mit dem Air Dodge, wird nicht gepunished. Der Throw killt nicht. Ja, Last Hit jetzt gerade. Aber wie gesagt, Roy kann... echt easy killen auch, früh. Oh, nicht gepunished. Das war wichtig. Wobei das wieder so eine Attacke ist, bei der man einfach wissen muss, wie man sie punished. Und Safari zieht das Game hier und macht das Ganze in cleanes 3-0.